Hallihallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch, alle Freunde der gepflegten Jagd. Heute wieder bei Hunt Showdown. Solo. Erinnert euch, letztes Mal haben wir hier, man sieht's noch, mit unserem Tremaine Wolf, ja, der Wolf, haben wir 225 kassiert, indem wir zwei Hunter gekillt haben und auch noch das Bounty extracted haben. Jetzt gehen wir wie folgt vor. Auch wenn wir die letzten 10 Runden auf den Arsch bekommen haben und wir Haufen Geld schon verloren haben, bin ich so, dass ich sage, von diesen 225 investiere ich jetzt 125 in bessere Ausrüstung. Und das hier, das Zeug, was er hat, das hebe ich auf für den nächsten Volltrottel ja, Jäger, falls jetzt unsere Jäger sterben wird. Also, dann schauen wir mal kurz. Rüsten wir nicht mehr aus. Jetzt gucken wir einfach mal, was wir im Besitz haben. Wir hätten sogar noch eine Convention-Kettenpistole, die heben uns aber definitiv auf. Winfield, das war das, was wir jetzt gerade haben. Und suchen uns jetzt aus, was wir ihm geben. Hier sehen wir es, die Stärkengewehre. Die Sparks ist natürlich schon geil, aber 179 ist mir doch ein wenig zu teuer. Es gibt auch noch eine verschärfte Version der Winfield. Ich glaube aber, dass die unten ist. Ja. Die hier, die Ampature, die kostet 63. Oder man nimmt die normale Winfield. Die haben beide 15 plus 1 Schuss. Bei der ist das Visier ein bisschen behindert, finde ich. Also das mag ich nicht. Deshalb ist die auch teurer, weil dieses Visier etwas behindert. Aber 78, jetzt kommt's, 78 oder 17 drauflegen und einen Karabiner nehmen. Hätte ich fast gesagt, da wäre mir der Karabiner fast doch etwas besser, weil der deutlich mehr Damage macht. Deshalb nehmen wir mal den Karabiner. 95, das heißt, wir haben noch 30 über. Und für 30 kaufen wir uns etwas anderes. Und zwar, schauen wir mal. Na gut, viele Möglichkeiten haben wir leider nicht. Der kann nämlich echt nur eine kurze Waffe nur tragen. Ja komm, scheiß drauf. Dann nehmen wir die Machete wie von vorhin und einen Karabiner. Dann haben wir für 95 was gekauft. Ein bisschen gespart. Vitality Shot haben wir auch dabei, falls es mal dreckig geht. Sollte eigentlich jetzt funktionieren. Deshalb nicht lange schnacken und hauen wir einen raus. Diesmal mit dem Karabiner. Mal schauen, das ist eine etwas stärkere Waffe. Dafür ist halt die Feuerrate geringer. Aber ich sag mal, zwei gescheite Hits mit dem Ding und dann sollte eigentlich ein Jäger liegen. Die hat nämlich 44 Damage. Ich weiß, das sind nicht 100. 2x44 sind 88, aber ich gehe immer davon aus, dass ein Jäger nicht immer volle Energie hat. Wenn doch, okay, haben halt verschissen. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten so ein bisschen angehittet sind von Kämpfen mit anderen Kreaturen oder anderen Jägern. Und daher hoffe ich, dass zwei Schüsse ausreichen werden. Kann mich aber natürlich täuschen. So, solange das jetzt noch gesucht, nehme ich noch einen Schluck von meiner Kaffeetasse. Ich gehe auch extra weg vom Mikrofon, dass ihr mich nicht schlürfen hört. So. Ja, letzte Runde war richtig geil. Hat mega Spaß gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Also, ich werde das auch wieder so machen, dass sobald mir ein Jäger mal einen 50er hinlegt, wenn ich ihn getötet habe, und ich schon vorher ein, zwei Clues habe, schaue ich, dass ich extracte. Ja, das ist erstmal, vielleicht für den einen oder anderen mag das feige sein, aber ich bringe immer gern die Schäfchen, upsala, Entschuldigung, ich bringe jetzt immer gern erstmal die Schäfchen nach Hause. Was ich safe habe, habe ich safe. Und dann bin ich beim nächsten Mal deutlich entspannter. Aber wie gesagt, oh, Server gefunden, Ladekarte.
Von daher, ja. Mitnehmen, was man kriegt. Und wenn ich einen über den Haufen schieße und der hat echt bloß Munition. Ich habe mich übrigens letztes Mal verlabert. Ich habe gesagt, oh, jetzt hat er mir keine Munition gegeben, aber Munition hat er mir gegeben. Ich habe natürlich gemeint, hat er mir kein Geld gegeben. Und ja, sobald mir ein Jäger natürlich kein Geld gibt, spiele ich natürlich weiter, weil mit... Oh, was das ist, weiß ich nicht. Gucken wir mal kurz. Ah, egal. Irgendwas so wichtig wird es nicht sein. Ja, wie gesagt, weil was bringt mir das, wenn ich für die Clues 25 oder 50 mitnehme? Also, ich sag mal, unter 100 gehe ich von der Map nicht runter, ne? Dann doch lieber auf den Feind warten. So. Ich muss aber auch sagen, ich habe bis jetzt mit der Vitelli, mit dem Karabiner, bis jetzt immer nur Pech gehabt. Immer wenn ich den ausgerüstet hatte, dann bin ich gestorben und zwar richtig behindert, also richtig dumm. Von daher, ich rechne heute mit dem Schlimmsten. Oh, wir spielen ja noch am helllichten Tage. Leck mich fett. Ist echt, ehrlich gesagt, auch am schwierigsten. So, wir können entweder links gehen oder geradeaus. Ja, komm, wir gehen geradeaus. Catfish Grove. Und los geht's. Erinnert euch, da spawnt meistens auch jemand, gell? Also könnte es sein, dass wir gleich eher Besuch kriegen, als es lieb ist. Okay, das ist hier drin. Oh, ich höre gerade Schüsse. Ich höre Schüsse. Spinne ich oder habe ich da gerade jemanden gehört? Oder planschen die Enten da so? Alter, Tatsache. So, ich muss mir angewöhnen, wieder mehr zu reden. Ich bin so leise, weil ich so angespannt bin. Oh, hier wird schon geballert schon wieder. Hä?
Dreck jemanden? Wo sind wir die Duckies? Alter, diese scheiß Duckies. Sind der Wahnsinn, wie laut die sind. So. Wie gesagt, Entschuldigung, ich lasse hier so rumschleiche, aber. Oh, das ist ja eine geile Position. Da hinten. Guck mal an diese scheiß Enten hier. Die machen einen Lärm, das kann ich euch gar nicht sagen. So. So. Die Arschvögel sind natürlich hier mittendrin, ne? Ist so gefährlich, hier so langsam rumzulaufen. Aber das ist halt immer so die Sache, ne? Rennt man vorbei, scheucht man die Raben auf oder riskiert's zu sterben und läuft lieber safe. So, jetzt hat können wir wieder etwas Tempo laufen. Oh, alter Hunde. Tatsache, ach du Scheiße. Da mache ich einen richtigen Bogen rum. Sagen, ich höre doch was. Oh shit. Ach du Kacke. Ja. Ah, das ist hier drinnen. Ah, ich weiß, wo ich bin. Hier habe ich letztes Mal meinen Hit gemacht. Oh Mann, ey! Ihr wollt mich doch alle jetzt verarschen. Weg hier. Na klar. Oh, das Gatter hier ist offen. Das heißt, hier war schon mal einer oder hier ist einer.
So, jetzt müssen wir gucken, ne? Am besten laufen wir einfach mal hier so rüber zur Kirche. Oh, hier wird geschossen. So, erstmal kurz durchatmen. Meistens hockt hier oben einer. Auf dem Balkon und campt. Oh doch. Jetzt die Frage, schießt jemand auf mich? Ich hoffe nicht. Also wenn er jetzt auf mich geschossen hat, dann wenn er richtig zielt, dann bin ich gleich am Arsch. Dann kriege ich gleich einen Headshot. Meine Hoffnung ist aber, dass er nicht auf mich geschossen hat. Oh Mann, ich hasse das. Ich bin immer so leise und so angespannt. Oh, ich höre zwei, die aufeinander schießen und haben sich erschossen. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Also hier waren auf jeden Fall zwei. Jetzt ist nur noch einer da. Da waren gerade nochmal Raben. Also hier ist definitiv einer noch. Ja, irgendwo läuft hier, ne? Oh, Scheiße. Das war hier sehr laut. Jetzt wird's interessant. Okay. Da oben. Muss er sein? Ja, ich höre ihn. Nein, ich will nicht sterben! Okay, Volltreffer!
Der will mich umlaufen, der Arsch. Diese Drecksau. Jetzt kommt wahrscheinlich aber gleich noch ein anderer. Ich sag gleich, ich habe immer Pech mit diesem Gewehr. Jawoll! Ja, genau, Alter. Zwei Schuss Munition, ihr wollt's mich auch verscheißen. Ich kämpfe mir hier einen ab, weißt, gegen den Affen. Oh. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh, oh. Also langsam finde ich es nicht mehr lustig, Leute. Echt absolut nicht lustig. Vor allem wisst ihr es, weißt du? Ich kämpfe mir den Arsch ab, töte zwei Typen. Und was kriege ich? Nichts! Einen Scheiß kriege ich. Mal schnell Munition hier holen. Ja, super. Keine Munition mehr, ja. LOL, extra large. Penner. Boah, hey, das war jetzt echt was. Warum krieg ich keine Munition? Ich versteh's nicht. Fragt mich echt nicht. Ich kapier's selber nicht. Geht's mal da hoch. Guck mal, ob ich da oben Munition finde. Meine Fresse. Ja, natürlich nicht. Lecke. Wir können wissen, was der für Waffen hatte, aber auf jeden Fall hat der mir ganz schön gegeben. Oh, hier ist. Nein, nicht den. Nein. Aber wisst ihr was? Ich hole mir jetzt erstmal den Clue. Da unten ist Munition, die hole ich mir noch. So. So, wo ist er? Da ist er. So. Jetzt wissen wir. Ja! Wo die Spinne ist, am Arsch der Welt. Aber egal. Versuchen wir zu holen. Ey, ich bin jetzt so paranoia, ne? Das Krasse ist, hier kann man gleich abhauen, ne? Das heißt, sollten wir es schaffen, wovon ich nicht ausgehe, ich muss sagen, die Waffe ist ziemlich krass. Selbst aus der Hüfte ist die ziemlich heftig. Hier ist bestimmt irgendwo Munition. Ja, super. Ja, hier ist Munition. Oh, scheiße. Na, egal. Egal, komm, wir haben nichts zu verlieren, ey. Wir haben jetzt zwei Typen gekillt und haben dafür nichts bekommen. Der ist eh schon räudig genug. Die Sache ist, ich habe jetzt schon
Ewigkeiten, so langem keinen Schuss mehr gehört. Ich gehe aber definitiv davon aus, dass es das hier noch nicht war. Dass sich definitiv noch ein paar Arschgeigen hier befinden. Die nur darauf warten. Die Alten laufen wir mal. Ja, ich höre sie schon laufen, die Spinne. Also entweder traut sich keiner gegen die zu kämpfen oder die Schweine warten. Ja, da ist die drin. Warten wir mal, bis jemand den ersten Schuss macht. Es sieht aber verdammt. Es sieht hier verdammt ruhig aus, ne? Ich trau dem Scheiß hier keinen Meter. Dem Scheiß hier kein Mädel. Da, wenn es hier wieder falsch läuft, dann kriegst du sofort einen auf dem Arsch. Ich will hier irgendwie hochlaufen. Aber hier. So, was haben wir hier? Gar nichts! Einen feuchten Scheiß an mir! So. Das ist aber interessant hier. Ich höre jemanden. Und ich glaube, es ist nicht die Spinne. Ja? Ich kriege jetzt hier gleich voll die Shotgun in die Fresse. Ja, und? Wenn ich halt wüsste, ob da noch einer auf mich wartet, ne? Ach, geh, komm. Scheiß an. Gehen wir drauf auf die.
Hier ist Scatter nämlich auf. Das irritiert mich auch wieder. Ich hoffe, dass ich mir hier zumindest ein bisschen den Weg abschneiden kann. Dass ich jetzt hier nicht voll in die Penner reinlaufe. So, hier ist Health, okay. Merken wir uns mal. Das nächste Ding ist halt auch, ne? Ich habe hier nicht viel Munition. So. Fackeln wir sie nochmal ab. So, Munition haben wir. Mittlere Munition kann ich nicht aufnehmen. Machen wir Trick 17, jetzt machen wir, jetzt cheaten wir ein bisschen. Wir haben noch eine halbe Stunde, das müsste reichen. Die rennt ja den ganzen Tag rum, ne? Wenn die hier wieder mal schön durch das Teil glitscht. Hier. Okay, so angepisst wie die gerade ist, glaube ich. Ich würde fast darauf wetten, dass deine ist. Aber keiner schießt drauf. Probieren wir mal hier. Ja, funktioniert. Oh ja. So, wo bist du? Die Hühner gehen mir am Sack. Nein, aber diese Scheißhühner.
Was ist denn da jetzt los? Mittlere Munition, laden wir nochmal nach. Und zack. Oh, hier haben wir nochmal zwei Lampen. Glitscht die? Ja, die glitscht. Das ist ja geil. So. Ja, die glitscht. So. Hackstücken! 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 Geil, ist es ein Glück für uns. Dann sieht man halt, das Spiel ist leider noch nicht fertig. Oh shit. So, ab geht's. So, jetzt heißt es Luft anhalten. Und beten, dass wir wirklich, dass keiner mehr auf der Map ist. Wovon ich aber nicht ausgehe. Munition bereits voll heißt, ja, echt jetzt. So, setzen wir uns mal hier in die Ecke.
Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Aber ihr wisst, erinnert euch letztes Mal, da war es genauso, nur andersrum. Da war der André, der Typ, der was die ganze Arbeit gemacht hat. Und danach habe ich auf ihn gewartet, auf den guten Kollegen. Und dann hat der mich weggehauen. Von daher. Erst wenn ich hier dieses. Das Gute ist, wenn ich mir da gleich die Sicht hole, dann ist hier gleich hier unten das Ziel, ja? Das heißt, also wenn, dann wartet da unten jemand auf mich oder draußen und dann sehe ich die aber. Dann habe ich zumindest eine kleine Chance, weil spätestens jetzt weiß jeder, wo die Spinne ist auf der Karte, jeder. Und ich habe 7 Schuss. Ich gehe mal davon aus, dass maximal noch ein Hunter am Leben ist hier. Oder 2. Mehr denke ich sind es nicht. Aber nichtsdestotrotz, die reichen ja meistens aus. Oh Mann, jetzt geht mir langsam die Düse, Leute. Ich kriege schwitzige Hände. So. So. Oh, da ist einer. Da ist ein Jäger. Ich muss mir eine gute Position suchen, wo ich mich nicht erwischen lasse. Das ist jetzt anders. Die werden gleich auf uns schießen. Da ist er. Ich sehe nichts, verdammte Axt.
Au! Au! Der war knapp. Der war auch knapp. Eine Kacke. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, geht's nicht weiter. Wir sind erledigt. Au! Von rechts schießen sie. Weiß aber nicht von wo genau. Okay. Ah, okay, hier ist er. Jawohl, ich habe ihn angehittet. Komm her, du Drecksau. Auch wieder getroffen. Ich muss näher ran. Ich glaube, dass der nicht mehr viel Energie hat. Aber ich habe bloß noch 4 Schuss. Scheiße. Ich weiß nicht, wie viel der kassiert noch. Ist ein Wichser. Au. Hält der Arsch aus? Okay, ich habe 5 Schuss. Die müssen jetzt sitzen. So, ich hau mal ab hier. Scheißegal, ob wir den jetzt erwischt haben oder nicht. Ich versuch's. Komm schon!
Alter Vater. Wahnsinn, war das jetzt krass. Ich weiß nicht. Haben wir ihn erschossen, den Hunter, den anderen? Ich weiß es nicht. Alter, der hat auf jeden Fall so viel gefressen. Also der hat mindestens, Leute, mindestens 2 Vitality-Shots gehabt und hat sich die gespritzt, weil mein Karabiner macht halt mal 44 Damage. Und ihr habt ja gesehen, ich hab den, also er hat mich auch oft erwischt, aber er hatte nur eine Windfield, das hat man gemerkt. Er hat mir nicht sehr viel Schaden gemacht. Und also er ist sehr oft abgehauen, um sich zu heilen und hat auch gut gefressen von mir, aber trotzdem, entweder hat er sich am Schluss entschlossen, scheiß drauf, ich lasse lieber bleiben, oder er hat wirklich, ist gestorben und wir hätten noch mehr kassieren können, aber hey, schaut euch das an. $400, 500 sogar. Also bin ich mehr wie zufrieden. Das hat sich richtig gelohnt. Das war richtig geil. Also, wir haben ja 2 Hunter getötet und haben einen neuen Master Killer, sehe ich gerade. Ich glaube, dass der sogar, ja, der hat ein höheres Level als mein anderer. Definitiv. Oh, und wir haben eine neue Waffe freigeschalten, die Winfield Marksman. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, Level 19. Das heißt also, er hier wird auf jeden Fall jetzt neu eingedeckt. Und zwar, der kriegt auf jeden Fall den Spaß hier dazu. Und noch was mit 2 EP. Das da. So. Und der hier, den rüsten wir jetzt mit was ganz anderem aus. So. So, jetzt haben wir ein Level 13 und ein Level 19er. Die rüsten wir noch schnell aus. Und zwar Mr. Tremaine. Wobei ich sage, macht es Sinn mit so einem Hut rumrennen? Eigentlich scheißegal, oder? Ja, würde ich auch sagen, scheißegal. Weil der zweimal so viel Luck hatte, kriegt er jetzt dieses Dead-Eye. Danach kriegt er eine Caldwell. Werkzeuge kriegt er auf jeden Fall auch. Und zwar, ja, der kriegt von mir das volle Paket. Erste-Hilfe-Kit. Ein Messer. Und eine Dynamitstange und genau diese Erste-Hilfe-Spritze. Also der ist Hardcore, der Typ. So, und er hier, er, weil er auch fächern kann und auch hohes Level ist, kriegt auf jeden Fall mal hier schon mal eine Kettenpistole. Und dann hier den Vitali-Karabiner. Ein Messer kriegt auf jeden Fall auch. Eine Dynamitstange und naja, ein Vitality Shot. Das muss auf jeden Fall sein. Also das haben sie sich verdient, die Leute. Und dann ist der auch relativ stark ausgerüstet, würde ich sagen. Ja, ich sag erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen, es war wieder mega geil. Hat zwar etwas länger gedauert hier heute, tut mir leid, doppelte Zeit ungefähr. Aber es war eine schöne Runde und ich habe es geahnt, dass da draußen noch jemand auf uns wartet. Aber er hat's nicht bis zum Ende geschafft, uns fertig zu machen. Von daher, kriegen wir hin. Und nächstes Mal schauen wir, dass wir weiterkommen. Also dann. Bis bald und wir sehen uns bei der nächsten Jagd. Ciao.